Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wo ich die letzte Aufnahme leider abrupt beenden musste. Aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Und wo genau waren wir jetzt? Ich habe das irgendwie vergessen. Wir sind hier reingesprungen, fallen. Falsch, spring, sprung. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Ich habe hier eine Nebenquest, ne? Amulett des Retters. Okay. Was ist denn das? Wo da? Ach genau, wir sind hier von der Brücke runtergeplumpst, ne? Ja gut, dann holen wir uns erstmal das hier. Musste kurz überlegen, weil ich halt abrupt beenden musste. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo wir genau stehen geblieben sind. So, dann geht's da nämlich weiter. Dann geht's hier nämlich weiter hoch. Oder runter. Okay. Okay, okay. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manco vor dem Kult von Kukulkan. Mhm. So. Ach, hier ist Wasser. Ich würde sagen, auf Fallen achten. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wo es weitergeht. Ach, hier. Alles klar. Oh, Scheiße. Nein. Oh, Mist. Na, ganz toll. Ach so, ich habe jetzt einfach das Wasser höher steigen lassen, damit wir höher kommen. Jo. Dann weiß ich nicht, wo jetzt das, wo ihr Problem ist. Dann machen wir einfach nochmal und nochmal und nochmal. Das ist doch alles gut. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Jo. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut. Ach. Was soll das hier sonst sein? Oder? Alter, der wollte gerade zumachen. Bist du bekloppt? Noch höher? Da geht's nicht weiter. Hier. Hier geht's weiter. Okay, also wir müssen uns auch noch beeilen. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Welcher Hebel? Der Hebel da hinten. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Mhm. Und wir beginnen jetzt Grabräuberei. Das ist voll gut. So, los, lauf. Okay. Ach du Scheiße. So ein Umweg. Okay, diesmal haben wir die Tür nicht geschafft. Beim letzten Mal war es knapp. Ich glaube, die sollten wir gar nicht schaffen, oder? Bin mir da gar nicht so sicher. Aber alles gut. Wir haben mal die Lungen des Linguan oder wie das Ding heißt. Das passt schon, würde ich sagen. Ja, jetzt sind wir richtig. Moment. Nee, da leuchtet nichts mehr. Gut, alles klar. Ich dachte schon. Hallo, Manco.
Wohin? Gut. Wo ist das Amulett? Wahrscheinlich in seinem Grab. Oder auch noch nicht. Weil irgendwie, ich dachte, die haben hier Leute geopfert. Achso, hier, da. Da sind zwei. Und da sind zwei. Alles gut. So, machen wir auf das Gelumpe. Leer. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Durch diese Wand dringt Licht. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Na, durch. Mhm. Ach so, das sah aus wie ein kleiner Eingang hier. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich da. Okay. Wir scheinen auch alles gefunden zu haben hier. Das ist sehr schön. Freue ich mich ein bisschen drüber. Wir haben schon 44% des Spiels abgeschlossen, ne? Also ich mache natürlich so viel wie möglich nebenbei noch mit. An Zeugs gesammle und allem drum und dran. Aber verzeiht mir, wenn wir dann letztendlich nicht alles mitnehmen. Also wir werden halt wirklich nicht alles mitnehmen, weil wir es nicht können. Und weil ich auch ehrlich gesagt keinen Bock auf großartiges Backtracking habe. Aber so viel wie möglich werden wir natürlich mitnehmen. Das ist klar. Aber ich wollte es nur mal sagen. Also 44%, das geht gut von der Hand bis jetzt. Das läuft. Für mich ist es gut, weil ich kann sehr viel vorproduzieren. Ich habe noch komplett Spider-Man auf Vorproduktion liegen. Also das läuft. So, wir müssen... Ja, lang wie es runterklettern oder einfach springen. Wir springen einfach. Geht schneller. Dann sind wir nämlich relativ fix unten. Und dann können wir gleich da vorne die Treppe hoch. Ach ja, stimmt. Ach, schwimmen geht hier ja schneller. Ich war gerade wieder leicht Odyssey geschadet. Also Assassin's Creed Odyssey. Spiele ich privat nebenbei, so ein bisschen. Je nach Zeit. Da schwimmt der Herr tatsächlich sehr langsam. Ich finde das da ein bisschen. Also ich finde es bei den Assassin's Creed Teilen teilweise ein bisschen lästig. Mittlerweile, weil du hast halt nur eine Laufgeschwindigkeit. Kannst gehen und dann, wenn du Stick voll nach vorne haust, dann läufst du halt, aber es geht nicht noch schneller und ich finde das ein bisschen langsam tatsächlich. Hätten sie eher wie hier machen können, weißt du, dann läufst du hier so und dann drückst du ihn rein und dann läufst du noch einen Schritt schneller. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist eigentlich viel geiler. Wie war das? Nein? Nein? Hallo? Waffe grad? Wo? Hallo? Wo ist mein... Wo war mein... Wo ist mein Waffenrad? Mein Waffenrad ist weg. Sehr großartig. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bug. Ich habe nämlich ein Update. Jetzt kurz bevor ich das Spiel gestartet habe... Wo bin ich denn jetzt? Dahin. Kurz bevor ich das Spiel gestartet habe... Nicht, dass das jetzt... dauerhaft weg ist. Das wäre fatal. War auf Steuerkreuz, oder nicht? Ich bin auch doof. Aber eigentlich war es auf Steuerkreuz. Oder es geht nicht, weil ich gerade im Dorf bin. Kann auch sein. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Die Zisterne ist eine Herausforderung. Schön, dass Quenti es geschafft hat. Aber leider ohne das Amulett des Retters. Meinst du dieses Amulett des Retters? Was? Du hast es gefunden? Das ist unglaublich. Hier. Ich kann dir nicht genug danken. Wenn Shan mit dem Meisterbogen zurückkehrt, werdet ihr alle geehrt. Du wirst uns doch die Ehre erweisen. Ich komme. Naja, aber erstmal müssen wir den Kleinen retten, ne? Errungenschaft freigeschaltet, Herz und Verstand, Amulett des Retters abgeschlossen und eine Punkteverfügbarkeit. Ja, jetzt... Oh, schon wieder vier. Ja, leck mir am Arsch, das läuft hier. Skill Tree. Ich hätte gerne die Schrotflinte... Hier steht leider nicht, was das
mit sich bringt. Wie viele Grabherausforderungen haben wir noch? Ein Grab, zwei Grab, drei Grab, vier Grab, fünf Grab, sechs Grab und zweimal Story. So, wir haben vier. Da wäre es eigentlich schlau, wenn wir 2-2 nehmen, ne? Irgendwas vielleicht kampfmäßig wäre ganz sinnvoll, glaube ich mal. Sie spannen ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Das klingt sehr gut. Den Kufik. Nach der Wundheilung. Kurzzeitig Schaden durch Feinde nach lautlos. Achso, ja gut, dann nehme ich halt den. Mir egal. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so wild, was wir hier skillen. Die Reihenfolge ist eh so ein bisschen vorgegeben. So, hier gibt es nichts Neues. Dann würde ich sagen, reisen wir weiter. Immer weiter, Gassenreiter, Mr. Knighter, was? Und wir haben immer noch keine Waffen, also die haben sie uns noch abgenommen. Ich weiß nicht, ob wir die wiederkriegen. Momentan sind wir quasi nur mit Pfeil und Bogen unterwegs. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist immer noch ein Dokument, wo ich nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Und hier sind auch noch zwei Dokumente, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Ich hätte ja mal gewusst, wie komme ich da hin? Hier muss ja irgendwo, muss ja hier ein unterirdischer Zugang sein oder so ein Scheiß. Ist das vielleicht hier so als Fluchttunnel? Kommen wir da vielleicht später noch hin? Ich frage für einen Freund. Wundern würde mich ja nicht. Aber hier sehe ich tatsächlich nichts. Ich bin immer ungeduldig. Also zumindest die Dokumente möchte ich weitestgehend alle haben. Das wäre mir ein Jumbo-Pläsier. Ach, jetzt die Nase schon wieder. Das ist doch scheiße. Entschuldigung, jetzt bin ich auch noch gegen das Mikro gestoßen. Ich Depp. So, dann gehen wir da hin. Guck mal, jetzt habe ich B gedrückt. Geil, ne? Guck, das ist nämlich da. Und hier ist ein markierter Zugang, der aber nicht frei ist. Zu einer Höhle. Unterirdischerweise. Wo ich aber auch nicht weiß, wie ich da reinkommen soll. Vielleicht, wenn wir später in diesen Tempel hier oben reinkommen. Könnte sein. Das könnte sein. So, guck mal, hier hinten ist noch ein Artefakto. Oder ein Relikto. Relikto Grande. Das ist da hinten, liegt das da rum. Das können wir eigentlich mal holen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Auch schon wieder voll, wa? Alles ist immer voll, wa? Voll. Voll. Wo war es jetzt? Irgendwo hier um die Ecke. Da hinten. Na, da oben. Habe ich da nicht geguckt? War ich hier nicht? Ach, hier drinne. Nö, hier war ich noch nicht. Das sehe ich wohl. Da war ich nicht. Ich frage mich, wann wir die Schrotflinte kriegen. Also, ich dachte eigentlich, das wäre so ein Gegenstand, den wir im Storyverlauf kriegen, aber... Wir nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chunios sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Wir haben ja quasi schon das halbe Spiel durchgespielt und immer noch keine Schrotflinte. Das ist ein bisschen... nicht so gut. Hier kommen wir nicht rein. Weil hier ist Le Temple. Genau, hier können wir nämlich hier und dann kommen wir wahrscheinlich hier unten wieder raus. Dann haben wir das nämlich. So, guck mal, wir müssen da oben hin. Haben wir hier noch irgendwas da? Das Gold weiß ich auch noch nicht genau, wie ich da rankommen soll. An den komme ich nicht ran. Hier. Was haben wir denn überhaupt noch offen? Hier gibt es noch Nebenquests. Noch 6 Stück. Ach, da leckt mir doch fett. Hier gibt es einen ganzen Arschwolf. Wie sieht das eigentlich gebietstechnisch aus? Ich zoome mal eben raus. Okay, wir haben bisher das alles aufgedeckt. Was ist das? Bauch der Schlange. Kopf der Schlange. 100% abgeschlossen. Was ist hier mit Bauch der Schlange? Bauch der Schlange gab es nichts. Alles klar. Kopf der Schlange und hier oben das Auge der Schlange. Das ist der Bauch. Das ist der Kopf. Und da oben ist das Auge. Das ist voll komisch. Guck mal, hier fehlt auch noch ein Dokument. Prüfung des Adlers. Das haben wir nicht gesehen oder nicht gefunden. Jetzt ist es markiert. Das liegt hier. Okay.
Wie komme ich da am besten hin? Kann ich jetzt. Kann ich von hier? Nee, kann ich nicht. Und hier ist auch noch ein ganzer Arsch voll irgendwas. Kuvukiaku. Ist noch eine Truhe. Hier brauchen wir auch noch die Schrotflinte, also brauchen wir auch nicht zurückgehen. Naja, im Moment, solange wir die Schrotflinte nicht haben, brauchen wir glaube ich noch kein Backtracking machen, ne? Das lohnt sich nicht. Können wir mal eher gucken. Basislager Bauch der Schlange. Das ist uns vielleicht eher hier so noch ein bisschen rumtreiben. Und hier oben wäre auch noch einer. Müsste ich jetzt an ein Basislager kommen? Ach nee, komm, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Hauptstory und dann jetzt extra zu einem Basislager gehen und dann zu einem anderen Basislager teleporten ist auch scheiße. Das könnte ich besser irgendwie zwischen den Folgen mal machen. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, da hinten. Das ist besser, dann haben wir die Ladezeiten nicht in der Aufnahme, weißt du? Und ihr habt die nicht im Zuglotz beim Zugucken. Das ist, glaube ich, günstiger. Wir treffen ja noch auf genug Basislager. Hoffe ich. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt den kleinen Nervenzwerg befreien können. Und dann schauen wir da erstmal weiter. Ich würde halt nur gerne alles vor Storyende schaffen, logischerweise, ne? Das ist klar. Wer bist denn du? Ach, jetzt hegt die. Sieh dir meine Ware an. Ja, General, warum bist du? Warum bist du alles oben? Steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Mhm. 6100 für eine NEP Feuerrate. 7200. Können wir was verkaufen? Wir haben Gold. Hier, viel Spaß damit. Und Jade ohne Ende, schon wieder. Ein gutes Geschäft. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal alles herkriege. Und alles andere brauchen wir. Jetzt haben wir aber 10.000. Könnte man rein theoretisch die Pumpe hier kaufen. Vollautomatische Pistole. Haben ist besser als brauchen, sag ich mal. Viel Spaß damit. Dankeschön. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Jojo. Easy going. Du bist anscheinend ja überall. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Uchu sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Ach was. Jetzt kommt Papa hier auch rein. Das ist ja fabulös. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Shadow of the Tomb Raider. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus.